EMV-Labors, das sind Labore für elektromagnetische Verträglichkeit, wo man ja solche Tests fährt, wo ein Handy rein muss und dann wird es gedreht und von allen Seiten gemessen, die Abstrahlung und so weiter, in 1 Meter Entfernung, 3 Meter Entfernung und 10 Meter Entfernung, aber nicht näher. Sie messen, ich meine, wer hält denn schon sein Handy in 1 Meter Entfernung vom Ohr? Das schreibt zwar Nokia vor, weil sie wissen, dass im Nahfeld eben alles Mögliche möglich ist. Aber wer, ich habe noch keinen gesehen, der sein Nokia-Handy da ans Ohr, also da draußen hinhält, so wie es vor die Vorschrift ist. Ja. Und das ist genau das Problem. Die Industrie ist hier in einer riesen Zwickmühle. Die wissen das auch, denn sie haften, wenn was passiert. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn jetzt die Skalarwellen anerkannt sind, dann bricht hier ein Gebäude zusammen. Bei 2,45 Gigahertz arbeitet der Mikrowellenherd. Wieso arbeitet der Mikrowellenherd da? Weil der Mikrowellenherd soll ja Fleisch, also unser Essen, erwärmen. Also muss er in einer Frequenz arbeiten, wo Fleisch eine besonders hohe Absorption ermöglicht. Sie merken schon, was hier los ist. Das kann auch Konflikte geben. Denn die 2,4 Gigahertz sind das biologische Fenster, in dem wir arbeiten, in dem unsere Zellen arbeiten. Und dann ist auch klar, was das bedeutet, wenn ich ein UMTS-Handy mit 2,45 Gigahertz betreibe. Oder WLAN geht auch mit 2,45 Gigahertz. Oder Bluetooth. Ich funke meiner Biologie ins Handwerk. Und ich sage immer, es ist gar nicht zulässig, ein Gerät, das der Biologie ins biologische Fenster reinfunkt. Das ist überhaupt nicht zulässig. Und jetzt sehen Sie auch schon die Bedeutung dieser Forschung. Denn unsere Physiker, unsere Entwickler, die solche Geräte entwickeln, Handys und so weiter, die blauäugig und ohne irgendeine Ahnung und ohne, dass sie sich mit der Wellengleichung und mit dieser Wellenphysik jemals befasst haben, hier solche Geräte entwickeln und damit voll in die Biologie hineingehen. Ganz wichtig, es gibt 3 Dinge auf der Welt, die von Versicherungsunternehmen nicht versichert werden. Welche sind es? Ja, Versicherungen verdienen ihr Geld damit, dass sie Versicherungen verkaufen und sie können alles versichern in der Regel. Was können sie nicht versichern? Meine, eine Sache steht schon hier, Mobilfunk können Sie nicht versichern, das machen die nicht, das Risiko schätzen die größer ein als den Verdienst. Und interessanterweise, also Sie können Ihre Schäden, die vielleicht entstehen oder die wirklich entstehen durch Mobilfunk, nicht versichern. Und die Mobilfunkkonzerne sind nicht versichert dadurch. Das heißt, wenn es in deutschen Schadensersatzklagen gibt gegen Mobilfunkbetreiber, dann sind die weg vom Fenster, die bläst weg. Hallihallo YouTube. Hier sehen wir ein Handy mit WhatsApp-Funktion. Das ist das Gigahertz Solution 32D für Hochfrequenz und das hört auf bei 1999 Mikrowatt pro Quadratmeter zu messen. Ich werde hier noch einige Tabellen einblenden. Wo man sieht, was für Auswirkungen diese Strahlenwerte auf Dauer haben. Und ja, könnt ihr mal selber sehen. So, wir schalten jetzt von, was war das gerade? Jetzt haben wir Flugmodus an. Achso, jetzt ist Flugmodus und jetzt kommt ganz normal E. Flugmodus aus, E kommt rein. Hier wird nichts gemacht an dem Handy, ja? Wir telefonieren nicht mit diesem Handy. Flugmodus. Das muss man noch mal extra dazu. Warte. Da steht schon Euro-Jackpot. Hast du richtig den Jackpot mit dem Handy? Nee, leider nicht. So, jetzt mache ich Flugmodus an, dann geht's aus. Dann sieht man, dass es kein Fake ist. Hm.
Können wir dein Handy nochmal? Ja, also zum Vergleich mal ein anderes Handy. Flugmodus an. Was ist das jetzt, ein Sony? Sony Xperia Z3 Kompakt. Ja. Ja, also das da ist... gestört. Ne, ich sag nur 1600 von diesem Wert hier, Motorik- und Gedächtnisstörung bei Kindern oder dritte Generation von Mäusen ausgelöscht. Bei 0,01 ist der empfohlene Schlafwert, Vorsorgeinnenwert für die Schweiz ist 1 für behördliche Räume. Außenwert ist 45.000 und in Deutschland haben wir einen Höchstgrenzwert von 10 Millionen. Hier sind wir auf einer Dachterrasse und Sie sehen, die Antenne in der Ferne ist kaum zu sehen. Aber hier völlig unbewohnbar. Permanent 0,3 Volt bis 1 Volt pro Meter. Schon seit mehreren Jahren wachsen 3 Efeubüsche an der Seitenwand dieses Hauses. Sie waren so gesund und kräftig in ihrem Wuchs, dass ein Rotkehlchen sein Nest über dem alten Elektrozähler baute, der sich hier schon seit Jahren befand. Diese Energybox sendet ihre Signale fast ständig, wie man über das Radiofrequenzmessgerät hören kann. Durch starke Sonnenaktivität zu Störungen in der Ionosphärenschicht, so bricht auch dieser Radiowellenempfang zusammen. Gerkona, Alaska. Fernab von jeglicher Zivilisation betreiben die amerikanischen Militärs hier eine Anlage zur Manipulation der Ionosphäre. Der Name des geheimnisvollen Projekts ist HARP. Ein riesiger Antennenwald kann Radiowellen in die Ionosphäre abstrahlen. HARP hat eine Sendeleistung von 3600 Kilowatt. Das entspricht der Leistung von 1000 Fernsehsendern. Mit den Radiowellen versucht man, die Ionosphäre zu verändern. Die Radiowellen pumpen Energie in diese Schicht aus elektrisch geladenen Teilchen. Die Ionosphäre wird aufgeheizt, dehnt sich an diesen Stellen aus und zeigt Störungen. Eine Möglichkeit, dem militärischen Gegner Schwierigkeiten zu bereiten. Smog ist es dann vor allen Dingen HARP. HARP kann ja im Bereich von 20 bis 30 Hertz senden. Da wird man aktiv, wird das Gehirn aktiv. Es kann 30 bis 40 Hertz senden. Da werden wir überaktiv und nervös oder sogar wiederum verrückt. Wir werden fanatisch, Terrorismus. Oder das Gegenteil, 5 bis 10 Hertz. Dann sind wir zunächst mal ausgeglichen und ruhig. 3 bis 5 Hertz, dann werden wir lethargisch und depressiv. Ängstlich, das lässt sich mit HARP alles steuern, nicht nur weltweit, sondern lokalisiert. Also, für die Zuschauer, die vielleicht dieses Wort noch nicht so oft gehört haben, HARP ist eine Technologie, die sich auf die elektronische Modulation von Frequenzen einschießt. Die werden bis in die Stratosphäre hochgeschossen und in die Ionosphäre sogar, also über die Stratosphäre hinaus. Und das kann sich jeder vorstellen. Irgendwann gibt es so Schichten und wenn sie da was hochschießen, geht das auch wieder runter. Das verschwindet nicht irgendwo im Nirvana. So, aus der Richtung kommt was. Man kann es ziemlich deutlich hören.